In den Tiefen des Waldes lebt ein Mythos mit dem Namen Slenderman. Nicht nur früher war er ein großer Mythos. Auch jetzt gibt es noch Kinder, die Angst vor ihm haben. Sogar in Minecraft. Und damit sind wir jetzt in der Welt angekommen. Sieht sehr gruselig aus mit diesen komischen Regen noch. Wieso regnet es, wenn ich der Welt beitrete? Ich würde sagen, ich farme jetzt ein bisschen Holz, wie für immer, für den Anfang. Wieso sieht diese Welt so verdammt gruselig aus? Ich finde das echt verrückt. Also, Alter, das sieht so gruselig. Was ist das jetzt wieder? Hier ist auch so ein Stamm, das so verwurzelt ist. Und ich dachte, es wäre eine Barriere, aber nein, das ist einfach... Ich weiß nicht mal, wie ist das möglich? Ich habe noch nie sowas erlebt. Kommt es mir nur so vor oder ist hier so ein Schatten, so shadowig? Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich finde das echt sehr komisch. Und wieso fehlt hier ein Holzblock? Ich habe hier nie einen Holzblock abgebaut. Ich würde sagen, es geht ab in die Höhle ein bisschen zu erkunden, da hier bestimmt irgendwas sein wird. Aber ich glaube am Anfang nicht. Okay, da ist... Ich dachte, das wäre irgend so ein Mund von irgendeinem Wesen, aber das ist nur eine Blume. Oh je. Da ist so ein Haus. Wieso ist hier ein Haus? Ich würde sagen, ich trete diesem Haus bei, das unfertig ist. Finde ich sehr, sehr komisch. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nach... Habt ihr das gehört? Okay, ich würde trotzdem sagen, wir können jetzt nach unten gehen. Hier ist so ein Amboss. So ein Ofen. Hier ist noch so ein Bett und so Spinnennetz. Oh, und hier ist noch so eine Truhe. Hier ist... Bitte was? Hier ist... Was meinen Sie? Habt ihr das wieder gehört? Ich bin doch nicht doof. Ich höre das doch. Wo ist das? Okay, das Schwert ist auf jeden Fall sehr komisch. Hier ist noch ein Ei, eine Wolle und ein verrottetes Fleisch. Das ist jetzt wohl mein Essensvorrat. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Aber auf jeden Fall. Sieht es hier sehr, sehr gruselig aus. Ich meine, schaut euch das genau an. Was ist das? Das ist doch so... Schaut tief in die Höhle. Das ist so... Holge. What the fuck? Oh mein Gott. Alter Schwede. Was zum Geier? Was ist das? Alter. Alter, mein Herz. Was ist hier? Hier sind so... Shadowlichter. There's a man in the woods. Oh mein Gott, das war so verdammt gruselig. Ich hoffe, ich sehe den nie wieder. Oh. Soll ich runtergehen? Soll ich mich wieder trauen? Hier, wieder. Was sind das für Shadows? Alter. Ich habe mich wirklich so zu Tode erschreckt. Ich muss jetzt einfach dieses verrottete Fleisch essen. Weil es gibt hier nichts. Ich dachte erstmal, das wäre einfach ein Kreuz wieder. Ich dachte schon. Okay, ich glaube, der ist nicht mehr da. Deswegen gehe ich jetzt nach Hause. Oh, ich habe Hunger. Wieso habe ich Hunger? Du kannst nur nachts schlafen und während Gewitter? Wie kann ich nur während Gewitter schlafen? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt nach oben wieder, weil es wieder Tag ist und sieht auch schön aus. Also sieht clean aus. Ich würde sagen, ich schaue mich jetzt in der Höhle um. Was? Zum Geier? Alter.
Kann er sich teleportieren oder was? Ich finde das verdammt gruselig. Wow, 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 wow. Alter. Oh, hier ist so ein Flüsschen. So ein wirklich verrotteter Fluss. Also wirklich so... So verloren, so... Alter, das ist... Dieser Nebel. Was ist das für ein Nebel hier? Ich bin jetzt zum Abend bei diesem Fluss geblieben, weil ich diesen Fluss eigentlich richtig toll fand. Und hier eigentlich es auch sehr ruhig ist. Ich glaube nicht, dass ich jemals zu diesem Haus wiederkehren werde. Obwohl es eigentlich ein super Haus war. Aber das war halt... Wow! 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 Alter! Wie macht er das? Wie findet er mich? Die ganze Zeit. Alter Schwede. Wow! Nein, 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 nein. Wo ist er? Wow, 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 wow! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Niemals. Ich muss mich irgendwie verstecken, dass er mich gar nicht findet. Warte, wenn ich sneake. Ich glaube, er ist weg. Da ist wieder so ein kompletter Shadow. Da raucht es so richtig. Oh, hier kommen so Lichtstrahlen. Alter, ich finde das richtig cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Habt ihr das gesehen? Ich wette, ihr habt es nicht gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schauen wir jetzt nochmal in den Clip rein. Alter, ich finde das richtig cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Er ist überall. Er beobachtet mich. Und er möchte mich vernichten. Und das kann ich natürlich nicht zulassen. Deswegen werde ich jetzt nicht einfach nur weiter so rumgehen. Sondern werde versuchen, ihn zu finden und endgültig ein Ende zu setzen. So, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt zu meinem Haus zurückzukehren, obwohl... Oh, das war einfacher, als ich dachte. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber das scheint mir nach keinem normalen Menschen auszusehen. Ich bin jetzt bereit auf einen Kampf mit ihm. Ob er mich tötet, werden wir eh erfahren, alter Schwede. Na? Sehr, sehr schade. Ja, Leute, das war es auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis wir uns wieder sehen. Ciao, ciao, meine lieben Freunde. Am Anfang dachte ich wirklich, dass ich diesen Mythos so einfach besiegen kann. Doch später wurde mir klar, dass er nicht umsonst ein sehr gefürchteter Mythos ist. So, das war es jetzt wirklich mit diesem Video. Jetzt kommen noch ein paar Infos. Wenn ihr bei diesem Video, was denke ich so, 20 Likes schafft, kommt ein paar 2 vom Slenderman. Wenn es euch so gefallen hat, dann zeigt es mir doch, dass es euch so gefallen hat. Lasst doch gerne mal ein Like da, lasst ein Abo da, meine ich. Und aktiviert die Glocke nicht vergessen. Ich würde sagen, Leute, jetzt kommen demnächst auch ein paar Horrorvideos und vielleicht noch sogar, wenn ihr es wollt, ein Roblox-Video. Weiß ich nicht, ob es bei euch so gut ankommt, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes für einen Horror testen soll. Ein Mod oder irgendwas. Eine Figur halt. Eine Horrorfigur aus einem Horrorfilm oder einem, weiß ich nicht, Spiel. Schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall. Ich muss es wissen. Ja, Leute. Das war richtig schwer zu bearbeiten. Richtig, richtig schwer. Ich habe 2 Tage damit verbracht. Leute, ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Ciao, ciao
gute Nacht. Und ich weiß, dass ihr es abends guckt. Vielleicht. Ciao, ciao.